Pauli. So, wo ist Fabian? Fabian wollte noch gern was sagen. Da ist er. Fleißig am Zettel verteilen für die Warnwache. Klasse. Ja, ich bin's nochmal. Ich wollte einfach nochmal sagen, es wird ja in den Medien immer wieder, das Thema hatten wir ja auch gerade davon gesprochen, dass wir Antisemiten sind, dass wir Rechtsradikale sind oder sonst was. Ich möchte nochmal betonen, ich habe jahrelang gegen Faschismus gekämpft, selbst in der Antifa, in der sozialistischen Jugend. Ich habe einen Asylbewerber bei mir aufgenommen. Ich war zigmal Nazis blockieren. Ich habe seit jeher immer wieder, wenn Minderheiten, wenn ein Ausländer irgendwo um mich herum ausgegrenzt, gemobbt wurde, für ihn eingestanden, ihn verteidigt und gesagt, Leute, kommt mal klar, das ist auch ein Mensch. So. Es ist eine blanke Lüge der Massenmedien. Wir sind keine Antisemiten, wir sind keine Rechtsradikalen. Wir sind freie Menschen, Freidenker. Und das, was hier ist, es ist kein Verein oder sonst was, es ist für mich eine Bewusstseinsform. Und diese Bewusstseinsform hat ganz viel mit differenziert denken zu tun. Ja? Das ist eine Art von differenziert denken zu können, selber denken zu können. Darum geht's ja. Sich nicht mehr von den alten Programmen und politischen Formen... Ja, machen wir alles. Zu dem Thema Bewusstsein erweitern, wir haben uns ja gestern getroffen, verschiedene Gruppen gegründet. Es gibt jetzt auch eine Gruppe zu dem Thema Bewusstwerdung, Bewusstsein. Könnt ihr euch drüber informieren und mitmachen. Ja. Also nochmal, es ist eine Lüge. Wir sind nicht rechtsradikal, wir sind nicht ausländerfeindlich und wir sind auch keine Antisemiten. Ich habe mein Leben lang dafür eingestanden, Faschismus, nie wieder Krieg. Und das ist der Kernsatz. Punkt. Danke. Danke, Frau.